Ein Schaf gerissen, drei schwer verletzt. Möglicherweise sind auch diese Tiere dem sogenannten Problemwolf GW924M zum Opfer gefallen. Er ist seit vergangenem Sommer in Schleswig-Holstein unterwegs. Das ist ja, glaube ich, jetzt schon der 10. Riss, den wir haben. Wir sind völlig fertig mit den Nerven, obwohl wir Wolfssicher eingezäunt haben. Der Problemwolf ist momentan zum Abschuss freigegeben. Weil Wölfe auf europäischer Ebene aber zu den streng geschützten Tierarten zählen, geht das nur mit Ausnahmeregelung. Das zuständige Ministerium muss feststellen, dass es einen Problemwolf gibt. Und dann wird jemand beauftragt, ihn zu jagen. Interessanterweise ist der Wolf ja nicht blöd. Der hat ja eine Wegstrecke zurück, die riesengroß ist. Und deshalb ist es sinnvoll, ihn unter das Jagdrecht zu stellen. Das hieße eine gezielte Kontrolle der Wolfspopulation durch Jagd. Denn die habe sich laut FDP weit genug erholt. Noch vor rund 20 Jahren galten die Tiere in Deutschland als ausgestorben. Seitdem nimmt ihre Zahl wieder kontinuierlich zu. Derzeit leben hierzulande 73 Rudel. Laut aktueller Schadensbilanz wurden 2017 aber auch insgesamt 472 Wolfsrisse gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 66%. Verhaltensauffällige Wölfe oder Rudel, die müssen getötet werden, weil sie dieses Verhalten einfach weitergeben an ihren Nachwuchs. Und der Nachwuchs wandert ab. Tierschützer warnen hingegen davor, Angst zu schüren. Sie fordern mehr Geld für Landwirte, damit die beispielsweise in Zäune investieren können.